Eine Frage, die mich regelmäßig ereilt, ist die Frage nach dem Trigger. Was ist das? Wonach gucken wir? Warum braucht man sowas? Und da habe ich mir gedacht, da mache ich doch ein extra Video dazu. Das ist am einfachsten am Chart zu erklären und natürlich auch hier der richtige Platz, um darüber zu sprechen. Also, ich habe ein Beispiel mal rausgesucht, das sogar aktuell ganz spannend ist, eine tolle Chart-Situation darstellt, nämlich Crude Oil oder WTI. Das hängt davon ab, was man handeln will. Das ist der amerikanische Rohölmarkt, der Preis für ein Barrel Rohöl. Also wir sehen hier, die Bewegung ist gucken wir ruhig mal im 15-Minuten-Chart, durchaus stark nach unten, dann ein bisschen wackelig nach oben, stark nach unten, wackelig nach oben. Das ist immer das, was ich so immer wieder anspreche. Wir sehen das auch übergeordnet hier im 4-Stunden-Chart, die starken Abwärtsbewegungen. Und auch hier sehen wir so eine Bewegung, die im Moment ja nach oben geht. Das ist ein ganz klarer Aufwärtstrend, den wir hier haben. Aber wenn ich mir überlegen soll, was ist denn die bessere, die stärkere, die dynamischere Seite, dann würde ich ziemlich schnell auf die Idee kommen, dass wohl offensichtlich die in dem Fall Abwärtsseite die stärkere ist. So, jetzt ist die Frage, soll man dann also shorten, also auf die Abwärtsseite sich orientieren? Und die Frage ist natürlich nicht ganz unberechtigt, denn Moment mal, wir sind doch gerade im Aufwärtstrend. Kann ich denn jetzt einfach reingehen in den Markt auf der Abwärtsseite gegen den Trend? Denn wir sind im Aufwärtstrend. Es ist zwar ein vielleicht noch schwacher, aber es ist nun mal ein Trend. Und dementsprechend ist es normalerweise nicht klug, hier sich entsprechend zu positionieren. Und das machen wir dann auch nicht. Also wir würden jetzt nicht shorten. Ich rede zwar immer, ah, jetzt geht der Markt nach oben, ich suche jetzt nach Shorts, aber ausgelöst würden die immer erst, wenn wir getriggert werden, wenn wir eine Bestätigung bekommen. Also die Idee ist Short, weil Dynamik nach unten, weil Korrekturen nach oben. Der Auslöser, der Trigger, das Klopfen auf die Schulter, jetzt kannst du rein, das wäre der sogenannte Trigger. Da gibt es ganz viele verschiedene Varianten. Ich habe eine sehr, sehr einfache, die ich regelmäßig da zur Anwendung bringe, nämlich einfach zu schauen, wo sind die Zwischentiefs. Denn ein Trend ist normalerweise so definiert, dass ein Markt immer wieder fallende Hochs hat. Und solange wir fallende Hochs haben, sind wir im Abwärtstrend. Und genau umgekehrt, wenn ich das hier auf der Oberseite mal wieder rausnehme, gilt das natürlich auf der Abwärtsseite. Solange wir steigende Tiefs haben, sind wir im Aufwärtstrend. Und genau das ist der Trick an der ganzen Geschichte. Viel mehr ist das gar nicht. Ich gucke einfach, wann haben wir keine steigenden Tiefs mehr. Und dazu gucke ich mal, wo ist das letzte Tief? Und wie definiert man das? Na, guckt, wo ist das letzte Hoch? Wo ist das vorletzte Hoch gewesen? Und dann das Tief dazwischen. Das wäre der sogenannte Trigger hier auf der Abwärtsseite. Diese Variante ist sehr, sehr einfach. Sie ist nicht optimal, nicht zwangsweise hier immer die beste. Man kann sich es erahnen. Es wäre doch viel schöner, hier oben schon zu shorten. Das Problem ist, dann habe ich ganz, ganz wenig Bestätigung. Es gibt natürlich Zwischenvarianten, dass man sagt, okay, gibt es nicht eine Variante, bevor ich da oben shorte, dann habe ich gar keine Bestätigung. Oder da unten, dann habe ich ganz weit weg vom eigentlichen Hochpunkt schon meinen Einstieg. Da gibt es verschiedene Varianten, ich nenne das aggressivere Einstiegsvarianten, die man machen kann. Auf die komme ich nochmal gesondert. Aber in diesem einfachen Beispiel werden wir schnell feststellen, dass diese Zwischentiefs, wir haben eine steile Abwärtsbewegung, A, B, C nach oben, das letzte Zwischentief, das wäre der Trigger für die Short-Seite in dem Fall. Hier im Internen sehen wir das hier nicht so sehr, da sehen wir das aber hier. Trigger für die Short-Seite, zwischen den beiden Hochs das Tief. Hier auf dem Weg nach oben, zwischen den beiden Hochs hier und da das Tief. Das wären die Trigger hier für die Short-Seite. Das geht natürlich in die umgekehrte Richtung, vereinfacht gesprochen auch. Trigger für die Long-Seite wäre das. Das wäre noch nicht der wirkliche Burner. Aber das ist ein extra Thema, dass das Setup nicht so wirklich interessant ist, weil der Rücksetzer so tief ist. Da haben wir ja schon öfter mal drüber gesprochen. Stichwort ist 78er Marke Fibonacci. Trotz alledem, die Logik ist relativ einfach, sie ist schnell nachvollziehbar. Wir müssen eigentlich immer erstmal nur darauf gucken, wo ist das letzte Zwischentief, und das nehmen wir als einen Einstieg. Wichtig, nicht das ist das letzte Tief oder letzte Zwischentief, denn das wäre noch zu weit. Wir haben dann ja schon vorher unsere Logik steigende Tiefs durchstoßen. Das heißt, wir gucken, wo ist das letzte. Jetzt gibt es eine Zusatzinformation. Kann ich nicht hier schon irgendwas nehmen? Ja, das ist durchaus denkbar, denn wir können unter Umständen gucken, ob wir nicht hier im Kleinen schon irgendwelche
Levels haben, die wir durchstoßen können. Also, wenn wir zum Beispiel sagen, hier war doch ein Hoch, das vorletzte Hoch war hier, da könnte man doch schon hier reingehen. Das geht. Das nennen wir persönlich den aggressiveren Einstiegstrigger. Der ist denkbar, hat einen Nachteil, dass wir natürlich unter Umständen uns reintriggern lassen, noch bevor wir den Trendkanal verlassen. Ich bin nicht so sehr fixiert auf den Trendkanal, trotz alledem habe ich das gerne mit im Auge. Wer sagt, ah, guck mal hier, aber dieses Geld hier, das ist fast ein Dollar, na, ganz so viel ist es nicht, aber das kann ich doch früher reingehen, das nehme ich doch gerne noch mit. Dafür akzeptiere ich, dass ich vielleicht eine etwas schlechtere Einstiegsqualität habe, weil der Trigger eben etwas schwächer ist. Das wäre für mich allerdings akzeptabel. So, also wir sehen, Trigger ist eigentlich eine relativ einfache Geschichte. Es gibt ganz viele verschiedene Varianten, vielleicht stelle ich noch mal andere vor. Das ist eine sehr einfache, eine sehr wirkungsvolle, die man auf jedem Chart ohne irgendwelche Hilfsmittel quasi sofort mit bloßem Auge erkennen kann und die grundsätzlich bestätigt, dass offensichtlich die Haupttrendrichtung, in dem Fall hier im 4-Stunden-Chart nach unten, ja weiter gilt. In diesem Sinne wünsche ich viel Erfolg bei der Umsetzung, erstmal natürlich beim Finden, beim Ausprobieren und wer es denn möchte, bei der Anwendung.